1958. Die Wirtschaft in der Bundesrepublik brummt. Sogar der Organhandel blüht. Also der mit Nierentischen. Auf der Straße brummt der VW-Käfer. Ja, damals braucht niemand einen Allradpanzer mit Navi, um nach Italien zu reisen. Autofahren macht auch so Spaß. 1958 ist aber vor allem das Jahr, in dem zwei junge, attraktive Ausländer nach Deutschland kommen. Erstens Elvis Presley, um in Friedberg seinen Wehrdienst abzuleisten. Und zweitens Ahmet Turan Ceylan, um in Mannheim beim Wirtschaftswunder zu helfen. Mannheim. Ja, und wo schlafen der Frauen? Helmut Schultürk, Buckenauer, Alfred Buckenauer mein Name. Du lässt die Finger von der deutschen Frau. Es muss ich mal hier Rohr verlegen. Nein, der Witz ist nicht alt. Wir haben 1958, ihr Schlaumeier. Also Türk, halt einfach die Gosch. Nichts verstehen, ne? Kollege, musst du bessere Deutsch lernen, wenn du hier willst arbeiten. Die folgenden Jahre vergehen wie im Flug. Bülents Vater wird geprägt von der Mondlandung, den Beatles und dem Besuch von US-Präsident John F. Kennedy. Ich bin ein Monemer. Aber er ist nicht nur Monemer, sondern auch cleverer Geschäftsmann. Ahmet Turan Ceylan macht sich selbstständig mit einem Betonmischer. Ceylan Beton! Ceylan Beton! Ganz frisch zu mitnehmen. Auf Wunsch auch mit extra hart. An diesem Tag findet er allerdings keine Kundschaft, sondern die Liebe seines Lebens, Hilde. Hallo, junge Dame. Sie haben ein sehr schönes Fundament. Und so kommen sich die beiden dann bei einer Tasse Tee schnell näher. Vorsicht, Tee. Es heißt die Frau. Ahmet Ceylan weiß sofort, Hilde ist die Frau, die er deutschen Männern wegnehmen, die er heiraten will. Die künftige Mutter seines Bülents. Darum will er heute Nägel mit Köpfen machen. Hallo. Für Sie. Hey! Was machen Sachen? Ich habe hier nur einen Brief. Wenn jemand schreibt Liebesbrief an Hilde, bin ich das, du Vogel mit Kanaren. Schon gut. Das ist doch nur der Postbote. Hallo, Turan. Das ist aber schön, dass du da bist. Ja, Chetim, guck mal, Hilde, für dich. Und das auch. Danke. Die riecht aber gut. Ui. Aber was ist denn das? Ja, was soll ich sagen? Ist Liebesbeweis. Kollege hat gesagt, wenn du wolle heiraten deutsche Frau, musst du Marie Hof. Guck mal, wie ganz neu jetzt. Ja, und so war der Weg endlich frei für Ceylan Junior. Sehen Sie nächste Woche, wie der kleine Bülent Ceylan schon bei der Geburt für Aufregung sorgt.